Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Dreamfall Chapters mit der guten Zoe, der Hannah und der Abby, die da vorne auf uns warten. So, dann mach mal auf hier. Scheiße, die Tore haben keinen Saft mehr. Die wissen wahrscheinlich, dass wir hier unten sind. Wir müssen die Dinger manuell steuern. Dazu braucht es zwei Leute. So eine Art Sicherheitsmaßnahme. Ich zeige mal, wie das funktioniert. Na los, Abby. Okay, Zoe, du kannst jetzt durch. Ah, okay, verstehe. Was ist mit Wenn dir? Das hier vorbei ist, können wir dann bitte aus Propast weg und irgendwo hingehen, wo es echte Sonne gibt und keine Kampfanzüge? Versprochen. Kommst du nicht mit uns? Ich werde dafür sorgen, dass ihr genug Zeit habt, zu tun, was ihr tun müsst. Sie kümmert sich um die Typen vom Ei. Ist das denn sicher? Mach dir keinen Kopf um mich. Ich hab sowas schon oft gemacht. Ich sehe dich bald, Kleines. Sei vorsichtig, ja? Bin ich doch immer. Hannah, ich... Sei still. Hab dich lieb. Ich dich auch. Bin froh, dass mit euch alles okay ist. Was du zu Abby gesagt hast... Das hat was gebracht. Sie hängt jetzt nicht mehr an der Dream Machine. Und als du mich gefunden hast, da wurde mir klar, ich konnte mich nicht einfach weiter verstecken. Ich habe Abby versprochen, wir gehen weg aus Europolis. Vielleicht nach Mumbai. Echt? Wieso Mumbai? Lach nicht. Ich habe davon geträumt. Wegen dieser Träume... Vision. Sie sind eher wie Vision, stimmt's? Oder wie wenn man durch einen Vorhang späht, über eine Zwischenwelt hinweg. Da gibt es eine andere Welt. Ich habe sie gesehen. Bist du dort gewesen? Bin ich. Und du träumst dich rüber? Das kann ich, aber nur mit einer Dream Machine. Ich dachte, außer mir kann das niemand. Doch, ich. Und was bedeutet das? Ich weiß es nicht, aber wir werden es rausfinden. Gemeinsam. Okay, du weißt ja, was zu tun ist. Sobald das Tor auf ist, musst du durch und den Hebel runterdrücken. Drück ihn runter! Ja, warte, ey! Das ist gerade erst aufgemacht. Chill mal. Also gut, ich komme durch. Ja, nicht loslassen, sonst werde ich in Scheibchen geschnitten. Beeil dich! Was ist also passiert? Nela, das Gerät... Was ist schiefgelaufen? Der Zünder sollte eine elektromagnetische Explosion auslösen. Weißt du, um die Kommunikation zu unterbrechen und die Eikampfanzüge zu sabotieren. Aber der EMP-Generator wurde gegen eine Antimateriekammer getauscht. Meine Güte. Du hattest Glück, dass die Reichweite begrenzt war. Die hatten nicht vor, die Kaprova in Schutt und Asche zu legen. Ich schätze, die wollten bloß ein Statement setzen. Das Manifest leimen. Eine weitere Partei aus dem Wahlkampf. Fangen wir an. Gleiche Prozedur wie beim letzten. Hörst du das Piepen? Was ist das? Keine... Ja, das geht von dir aus. Bei dir piept was. Was? Bei mir piept was? Kann ja nur eine Sache sein. Okay. Er piept. Ja? Er piept. Und jetzt? Was ist das? Eine Art holographische Speicherung? Keine Ahnung, aber es reagiert auf etwas hier unten. Finden wir raus, was es ist. Los, komm mit. Okay. Macht die Quelle des Piepens auswendig? Woran erkenne ich denn das, wo ich lang muss? Wird das dann doller? Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Keine Ahnung, ob es richtig ist. Das Manifest leimen. Eine weitere Partei aus dem Wahlkampf werfen. Und die Stadt lahmlegen. Totale Ausgangssperre. Alle bleiben daheim. Angeschlossen an ihre Dream Machines. Warty hat's geschafft. Und wo kam die Antimaterie her? Landen ist ein Erbsenzähler.
Er hat in seinem Lager immer darauf geachtet, dass alles, was kam und ging, gescannt und katalogisiert wurde. Aus Paranoia oder um seinen Arsch zu retten. Na jedenfalls, als ich dieses letzte Teil abgeholt habe, das ein EMP-Generator sein sollte, da habe ich diesen Referenzcode von Wartikop im System bemerkt. Ich habe dem nicht viel Bedeutung beigemessen. Ich meine, die stellen ja eh schon alles andere her, also warum nicht? Wenn wir eine von diesen Antimaterie-Kammern finden könnten, zusammen mit den Rückverfolgungsinfos... Könnten wir die Wartikop mit dem Gerät in Verbindung bringen? Wir können beweisen, dass der Anschlag auf ihr Konto ging. Und das ganze Kartenhaus stürzt ein. Oder vielleicht bringt man uns um. Ich würde mal sagen, die Chancen stehen 50-50. Okay. So einfach ist das. So, wo piept's denn hier? Hier irgendwas? Es piept auf jeden Fall schon ein bisschen lauter. Können wir hier hoch? Nee. Heraus dürfen wir hier noch nicht. Gehen wir mal da lang. Das Signal wird schwächer. Wollte ich auch gerade sagen. Wir gehen wohl in die falsche Richtung. Ich wollte mich trotzdem jetzt hier umgucken. Dürfen wir anscheinend nicht. Menno! Na gut, dann in die andere Richtung wieder. So, danke, Hanna. Was finden wir denn da? Was hat denn die Nele hier unten versteckt? Tore sind ein bisschen nervig. Muss man immer so warten, ne? Naja, gibt Schlimmeres. Okay, hier ist schon recht deutlich. Vermutlich da lang jetzt, ne? Nicht, dass gleich Bumm macht. Wir hier auch so ein Antimaterie-Ding haben. Da vorne. Da wird's herkommen. Was ist das? Was? Kabel? Netzzugang? Ich glaube, das ist es. Was ist das? Das ist eine Singularität, glaube ich. Einer der ursprünglichen Netzzugänge von vor dem Kollaps. Ist das cool. Der muss in Vergessenheit geraten sein. Mal sehen, ob er... Er ist aktiv. Und das Syndikat hat keine Ahnung, dass er existiert. Aber ich kann keine Verbindung zu meiner Iris herstellen. Alte Protokolle vermutlich. Das Ding hat einen holographischen Eingang. Es könnte in der Lage sein, physische Daten zu lesen. Und es blinkt im gleichen Rhythmus, wie Nelas Päckchen piept. Als wollte es Verbindung aufnehmen. Vielleicht sollten wir seinem Willen entsprechen. Weißt du, du lebst hier unten und dir ist nie aufgefallen, dass hier so ein fettes Teil an der Wand hängt? Hanna? Sie hat mich gerettet. Vermutlich hat Queenie es ihr befohlen, aber Hanna hat alles riskiert, um mir zu helfen. Also verdanke ich ihr mein Leben. Na gut, dann wollen wir mal Kabelnetzzugang. Ein alter Kabelnetzzugangspunkt. Damit. Nelav Check, Eigentümerin von Nela Bytes. Ich hinterlasse diese Nachricht. Die Parteiführung des Manifests hat diese Operation nicht genehmigt. Martha Ribas hat keine Kenntnis von dem, was gleich passieren wird. Ich handle aus eigenem freien Willen, als Teil einer Splittergruppe des Manifests. Wir sind es leid... Martha Ribas glaubt an die Politik. Sie ist eine Idealistin. Ich wünschte, mehr Leute wären wie sie. Aber um die Wahrheit zu sagen... Die Demokratie ist tot. Gesiegt haben die Konzerne. Die Wahl? Fassade. Ein fettes, eitriges Geschwür von einer Lüge. Eine Show der Strippenzieher vom Syndikat fürs Proletariat. Wer immer diesen Herbst gewinnt, es wird einen Scheißdreck ändern. Dafür haben sie gesorgt. Sie haben sie alle in der Tasche. Alle sind korrupt. Alle. Das darf nicht so weitergehen. Wir müssen die Dinge aufrütteln, neu anfangen. Deshalb werde ich heute etwas tun. Man hat mich gebeten, vor dem Hauptquartier des Ei auf der Kaprowa eine nicht letale E-Bombe zu zünden.
Diese Spezialanfertigung ist dazu bestimmt, die Kommunikation des Eids zu unterbrechen, ihre Operation zu sabotieren und ihre Kampfanzüge lahmzulegen. Es ist eine Nachricht. Eine laute, dreiste Nachricht. Aber das ist auch bloß wieder eine Lüge. Die nicht letale E-Bombe ist durch ein sehr letales Antimateriegerät ersetzt worden. Die Explosion wird mich töten und jeden anderen, der sich in Reichweite befindet. Es wird Opfer geben. Militärische und zivile. Sie werden die Ribas beschuldigen, radikalen Unterschlupf zu gewähren und zur Gewalt aufzurufen. Das Manifest ist am Ende. Sie wissen nicht, dass ich es weiß. Wenn sie es wüssten, wäre ich schon tot. Aber ich muss die Sache durchziehen. Weil wenn ich es nicht tue, dann ändert sich auch nichts. Wenn ich mich an die Behörden oder an die Presse wende, kehren sie alles unter den Teppich und lassen mich verschwinden. Sowas können sie gut. Aber wenn ich alles nach Plan durchführe, wird jeder aufmerksam. Sie werden keine Wahl haben. Und dann? Hinterher? Dann werden die Schweine bloßgestellt, die da die Strippen ziehen, die diese verfluchte Bombe gebaut haben. Wattie Corp. Ich werde als Terroristin und Mörderin dastehen, aber die auch. Und die haben viel mehr zu verlieren. Ich hatte Glück. Sie sind arrogant und schlampig gewesen. So bin ich drauf gekommen. Und sie haben Hinweise hinterlassen für jemanden, der N-I-N-G. Penning. Die Kammer wurde vertauscht, ehe ich und die Sache zu Wattie Corp zurückverfolgen. Die Nachricht verschlüsseln und mit einer Totmannschaltung im lokalen Kabelnetz versehen, die ausgelöst wird, wenn meine Iris dunkel wird. Ich muss darauf vertrauen, dass die richtigen Leute den richtigen Signalen folgen, runter in den Untergrund. Es tut mir wirklich leid, dass Menschen verletzt werden, getötet werden. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Ich weiß bloß nicht, was ich... Meine Güte. Ich kann nicht glauben, dass Nela das getan hat. Die Leute, die sie verletzt und getötet hat. Ich kann Hannah nicht die Wahrheit sagen. Sie würde sich nur selbst die Schuld geben. Wir müssen Wattie drankriegen dafür. Sonst sind die Leute für nichts gestorben. Das meiste war unverständlich. Wahrscheinlich wegen der Antimaterie-Explosion. Aber Wattie ist in die Sache verwickelt. Das hat Nela bestätigt. Und da war dieses Wort, vielleicht ein Name, Penning. Was bedeutet das? Irgendein Codename? Ich weiß es nicht. Wir haben keinen Netzzugang, um es nachzuschlagen. Vielleicht kann Mira den Rest der Aufzeichnung retten. Wenn es irgendwer kann, dann sie. Wenn es hilft, eine Verbindung zwischen dem Manifest und der Wattie Corp herzustellen. Wir müssen das zu Mira bringen, zusammen mit dem Antimateriegerät. Sie kann uns helfen, die Punkte zu verbinden. Und bei ihr kann ich träumen, ohne dass ich in Gefahr bin. Gehen wir zum Warenlager. Ich weiß nicht, wie lange Abby die Typen aufhalten kann. Wird ihr auch nichts passieren? Sie ist einfallsreich und schlau. Okay. Ich guck nochmal Journaly, wir haben zwar wieder einen Eintrag, aber wir sollten immer noch Kantonesisch lernen. Okay, die Nila hat anscheinend echt davon gewusst und hat es trotzdem gemacht. Das kann ich auch nicht gutheißen. Wenn da sind Menschen gestorben, Nela, Zivilisten, ne? Naja, und warum sollen wir es ihr nicht sagen? Ich würde ihr das jetzt nicht verheimlichen. Die soll schon wissen, was die da angerichtet haben. Ob sie sich dann die Schuld gibt oder nicht gibt, ist ihre eigene Sache, ne? Damit muss sie dann umgehen können. Vielleicht überlegt man nächstes Mal zweimal, was man macht. Auch wenn man denkt, das ist eine EMP-Bombe. Aber sie hat ja keine Schuld in dem Sinne. Also die Hannah zumindest nicht. Die wusste ja nichts davon. Nele. Hätte ich nicht gedacht, dass die das doch wissentlich gemacht hat. Also ich war schon ein bisschen erleichtert. Ich habe diese andere Welt vergessen, bis vor kurzer Zeit. Ist es das, worum es hier geht? Parallele Welten? So etwa. Da geht etwas vor in dieser und in der anderen Welt. Und es bedroht den Traum. Den Traum? Er hält die Realität real? Ohne den Traum hören die Dinge auf zu existieren. Er ist wie eine Blaupause für alles. Klingt genauso sinnvoll wie sonst irgendwas, schätze ich.
Und du musst die Sache ins Lot bringen. Das muss ich. Die Wattycorp und die Dream Machine spielen eine große Rolle auf dieser Seite der Zwischenwelt. Ich muss herausfinden, was auf der anderen Seite passiert. Gibt es irgendwas, das ich hier tun kann? Wenn es das gibt, lasse ich es dich wissen. Im Moment brauche ich eine Dream Machine, die man nicht rückverfolgen oder von außerhalb abschalten kann. Okay. Na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, für die Runde dann erstmal okay. Ja, wie gesagt, ich war so ein bisschen erleichtert, wo die Hannah, wo die gesagt haben, dass die halt nicht wussten, was die da machen. Dass die Nele das nicht wissentlich gemacht hat, aber sie hat es ja anscheinend doch wissentlich gemacht. Finde ich ein bisschen schade, ganz ehrlich. Aber naja, jetzt ist es so, es war ihre Entscheidung. Habe ich mich in ihr getäuscht, hätte ich nicht gedacht, dass sie so weit geht. Na gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Dreamfall Chapters, wenn wir hier, ich glaube, zum Mr. Londons Lager als nächstes gehen, ne? Gehe ich mal von aus und dann schnappen wir uns unsere eigene Dream Machine, die nicht lizenzierte, und dann versuchen wir noch Beweise zu finden. Alles klar, ihr Lieben, dann bis zur nächsten Runde. Bye, bye.